Der Burgersdorfer Adventmarkt am Hauptplatz wird traditionell gemeinsam mit der Partnergemeinde Göstling an der Yps eröffnet. Denn die Freunde aus dem Alpenvorland schenken der Wienerwaldstadt alljährlich einen wunderschönen, riesigen Weihnachtsbaum. Der wird feierlich zur Adventmarkteröffnung beleuchtet. Für die Kinder gibt es dazu gleich noch eine Attraktion mehr, nämlich den Eislaufplatz, der bis 8. Februar bei freiem Eintritt geöffnet ist. Es ist ja der Burgersdorfer Advent, etwas, das im Jahreslauf nicht fehlen darf. Es wird viel geboten hier. Ich denke, es ist das Gegenstück zum Kultursommer, ist der Burgersdorfer Advent mit vielen Veranstaltungen, Konzerten und den wunderschönen Ständen und die Punschhütten. Und ich denke, es ist wirklich ein Anziehungspunkt für die ganze Region. Wer hatte Licht? Die Eröffnung des Burgersdorfer Advents mit der obligatorischen Weihnachtsbaumillumination. Ein Baum, der heuer ganz besonders wunderschön geworden ist. Der Baum kommt aus der Partnergemeinde. Ja, ich denke, es ist ein wunderschönes Zeichen seit 25 Jahren, dass wir diese Bäume bekommen. Und heuer ist er ganz besonders schön. Wahrscheinlich liegt es daran, weil es der 25. ist und das Jubiläumsbaum, der muss ja auch schön sein und das ist wunderbar. Nein, es liegt daran, dass ich erst seit kurzem Bürgermeister bin. Das ist eigentlich der Grund. Nein, das ist ein Zufall. Das ist ganz alleine gestanden auf einem Bereich, wo sonst kein Baum steht, ist der gestanden ganz alleine. Darum ist er so gleichmäßig und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen Baum genau hier herstellen können nach Burgersdorf, wo mehr Leute sehen als bei uns in Göstling. Die Freundschaft, muss man schon sagen, das ist ja mehr als eine Partnerschaft, hält schon seit vielen Jahren. Ja, die Partnerschaft wird sehr gepflegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kriegen auch des Öfteren des Jahres Besuch aus Burgersdorf und die kommen zu uns und melden sich bei uns auf der Gemeinde. Wenn wir aber helfen können, dann helfen wir. Wir machen Ausflüge, die werden geführt und geben Informationen weiter. Es ist sehr, sehr freundschaftlich, nicht nur partnerschaftlich, sondern ein freundschaftliches Verhältnis, was wir zu Burgersdorf haben. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Partnergemeinde haben. Es ist eine sehr liebe und sehr enge Freundschaft seit 25 Jahren. 25 Jahre bekommen wir auch den Weihnachtsbaum. Heuer haben sie sich besonders angestrengt. Es ist ein ganz toller Baum, mehr als 25 Meter hoch und sehr schlank und rank. Und ja, die Adventszeit ist eine wichtige Zeit, soll eine Zeit der Besinnung sein, des Nachdenkens, soll aber auch eine Zeit sein, wo man mit der Familie zusammen ist. Und in Burgersdorf tut sich im Advent sehr viel und das soll auch so in Zukunft bleiben.